Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom American Truck Simulator. Wir haben heute eine Fracht, das sind Altverpackungen von hier nach da. Von Santa Maria nach Fresno, da werden die dann aufgefressen. Ha ha ha. Das ist ein Auftrag mit, tja, steht jetzt hier nicht. Jedenfalls ein dringender Auftrag. Und wir fahren dann mal los. Jetzt weiß ich hier immer noch nicht, wo wir hier rauskommen. Ich werde mal hier raus. Ich glaube, wenn die Spuren hier so sind, werde ich mal hier so einen 180-Grad-Turn hinlegen. Wie lang ist denn der Auflieger, sag mal? Das ist ja Wahnsinn. Delivery only. Oh. Bloß gut. Vielleicht wären wir hier gar nicht rausgekommen. Weil da hinten irgendwo rumgefahren werden. So. Wir müssen noch anmachen. Das Licht. Das Fernlicht. Damit wir ein bisschen mehr oder ihr ein bisschen mehr seht. In dem Video ist da, glaube ich, alles Duster. Da gibt es Karnevalskostüme. So, passt. Gut, gut. Ah, ich habe mir gar nicht die Strecke angeguckt. Wir gucken nochmal schnell die Strecke an. Okay, wir fahren hier. Dann fahren wir hier ein bisschen durch die Gegend. Und dann fahren wir auf so einen großen Freeway. Highway, keine Ahnung. Ah, da sind wir schon mal lang gefahren. Gibt es irgendwie eine Nebenstrecke? Aber so viel Zeit haben wir auch nicht. Ja, wir fahren die vorgegebene Strecke. Oder nicht? mal hier lang fahren und dann hier rum? Und dann hier wieder zurück? So. Dann bietet er uns gleich da lang zu fahren. Dann machen wir das. Da eiern wir da ein bisschen durch die Botanik. Aber nichtsdestotrotz fahren wir hier auf die Autobahn rauf, wie es vorgegeben war. Autobahn. Wird wieder eine tolle Nachtfahrt werden. F6 war's. 8 Stunden. Und 5 Stunden, also wir können nicht schlafen gehen. Oh, da gibt's Rabatt auf Apple. Den ersten Autobahnabschnitt haben wir geschafft und beinahe hinten aufgefahren. Ja. Ganz knapp noch den Unfall entgangen. Eieieiei. So, jetzt fahren wir hier ein bisschen Landstraße. Dürfen wir 55 fahren. Ganzen Telegrafenmästchen hier oder Strommasten. Ja, von der Umgebung sieht man jetzt in der Nacht nicht mehr so viel, ne? Ist halt Nacht. Und immer wenn man einen neuen Auftrag mit dieser Freifahrt, also schnelle Aufträge, annehmen, sind wir wieder komplett ausgeruht. Ich glaube, wenn man selber einen LKW hat,
also einen eigenen LKW und dann die ganzen Aufträge, dann kann man sowieso nicht mehr von den ganzen Städten hin und her springen. Also machen wir jetzt ja auch nicht. Aber ja, da muss man dann halt in dem Örtchen, wo man gerade ist, sich einen Auftrag suchen, dass man wieder woanders hinkommt. Und da muss man dann die Ruhezeiten einhalten. Da muss man sich dann so einen Schlafplatz suchen, bevor man den nächsten Auftrag annimmt. Sonst kann es passieren, dass man den Auftrag dann nicht mehr schafft, weil man schlafen muss zwischendurch. Und das ist dann nicht so optimal. Hui. Hier kommt keiner von vorne jetzt. Ja, Glück gehabt. Ui. Ui. Oh, oh, oh. Oh, oh. Der LKW stand schon. Ist schon auf. schon schräg gefahren. Eieieiei. Ich fahre ja auch ganz schön schnell hier. So, war ein bisschen langsamer. Aber ich muss ja auch rechts rumfahren, links rumfahren. Das andere rechts, ne? Hier, das rechts meine ich. Das hier, das rechts. So. Oh, der verfolgt uns hinter uns. Vorne ist eine Tankstelle. Sprit brauchen wir nicht, schlafen brauchen wir auch nicht. Hat man gerade geklärt. Nun komm. Kies dich mal aus hier. Alles duster. Alles duster. Also im Video sieht man da, glaube ich, gar nichts mehr. Da sieht man bloß das kleine Fensterchen nach vorne. In den Spiegeln ist alles dunkel. Und die Armaturen sieht man ein bisschen. Jetzt sieht man ein bisschen mehr. Aber wir kommen gleich wieder ins Dunkle. Dann sieht man wieder nichts mehr. So, hier links rum. Diesmal das richtige links. So, Freeway stand da dran. Klick. So, ordentlich. Geschwindigkeit aufbauen. Ja, und dann in der nächsten Abfahrt fahren wir schon wieder runter. Ich gucke mal auf die Karte hier, wie das alles nochmal war. Ah, okay. Gut. Naja. Passt doch. Da steht schon Fresno dran. Dran. Und geradeaus. Jawohl. Bisschen mehr Speed hier auf. Das ist natürlich jetzt eine kurze Fahrt. Ui, ui, ui. Dann wird die nächste Fahrt wahrscheinlich dann wieder auch noch im Dunkeln sein und dann höchstens oder maximal dann in den Tag hineinfahren. Ach, Nachtfahrten sind doof. So, hier müssen wir rechts rum. Anders geht's nicht. Oh, zum Glück kam hier kein Auto. Ich fahre immer zu schnell und zu weit um die Kurven. Müsste vorher mal gucken.
Ein Bahnübergang. Muss man da langsamer fahren? Wir merken es gleich. Nö. Nicht mal ein bisschen Gerumpel. Jetzt bin ich ein wenig enttäuscht. Bauern aufwachen. Der Sheriff hat Lichthupe gegeben. Der kannte mich wohl. Ja. Oh. Nee, das war die andere. Das ist die andere Ampel. Wir haben rot. Okay. Wir müssen geradeaus. Heieieiei. Das war knapp. Das war knapp. Was macht der LKW da? Der muss doch nicht warten, wenn da. Oder? Nee. Du mit seinen Balken. Auch knapp hinten, ne? Dass er um die Kurve zieht. Oh, oh. Fahr doch mal. Fresno. Wir müssen ein Stückchen weiterfahren. Obwohl Walmart. Walbert ist doch da. Aber wenn das Navi sagt, wir müssen da lang, dann fahren wir da lang, ne? Parallel zum Free High. Das ist ein Highway, der ist oben. Kaffee. So, dann fahren wir noch mal ein bisschen hier durch die Gegend. Kaputte Straße da. So. Der mit seinen Balken, ey. Ah, da vorne fahren wir an so ein Fragezeichen vorbei, ist auch wieder cool. Na, wieder was entdeckt. So wie es aussieht, so eine Arbeitsagentur, Jobcenter. Ne, wie heißt das hier? Hire and Fire oder so. Fahren wir hier nur im Kreis, ey. Direct Hire. So hieß das. Da kann man sich dann... Oh. Wenn man eigene Firma hat, eigene LKWs, sich dann noch eigene LKW-Fahrer einstellen. Jetzt kann man hier nicht rum. Weil der LKW da vorne steht. Sauerei. Die grüßen mich alle hier. Ja, ich bin schon ein bisschen müde hier. Nachts um 2. Die Lieferung muss noch abgeliefert werden. Die Fracht. So, so wie es aussieht, ist es da irgendwo links. Bleiben wir gleich mal hier. Auf der Seite. Ich hoffe, das ist links. Ja. Nee. Hier noch nicht links. Na komm. Jetzt. So, der pfeift durch hier. Da vorne links rum. Das ist die Karlsruhe zu. Ah, Linksabbiegerpfeil ist rot.
Das sehen wir doch jetzt gar nicht. Müssen wir hier von draußen gucken. Jetzt dauert das hier bestimmt Stunden. Ja, zwei leere LKWs. Ohne Hänger. Nicht leer, ohne Hänger. Oh, weia. Da müssen wir gleich links rum und dann gleich... Oh, hier, wir haben grün. Wir hatten grün. Mal gleich mal so reinfahren hier. Bestimmt da irgendwie gleich... Der Wolbert. So, dann gucken wir mal. Wo müssen wir es abstellen? 90 EP. Hoho. Kommen wir hier hinten lang? Wir fahren lieber hier lang, oder? Ich weiß nicht, ob wir... Doch, wir probieren es einfach mal. Wenn nicht, haben wir richtig verkackt hier. Weil es hier nicht lang kommen. So eine beschissene Schranke denn davor? Nö. Hat trotzdem den Zaun touchiert. Der Spiegel abgeklappt. So, wo müssen wir jetzt hin? Ja, ich hab's geahnt. Ach. Und mein Trailer ist viel länger, als der da steht. Ne, so rum. Piep, 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 Nuss. Fang an zu piepen. So, das war schon mal nischt. Etwas ungehalten hier, der Junge. So, und jetzt nochmal rum. Oh, guck. Oh, der steht da perfekt. Nein. Nur ein Stück vor. So. T. Naja, fast gerade. Der LKW ist ja egal. Wird ja abgekuppelt und in die nächste Fracht. Und drauf geht's. Jawohl. Level 6. Hier gab es Erfahrungsbonus. Zack. Dann gucken wir uns gleich den nächsten Auftrag an. Wir sind jetzt in Fresno. Oh, hier. Hochwertige Fracht und wichtige Lieferung. Eine Walze. Eine Walze von Fresno nach Oxnard. Da waren wir noch nicht. Das passt doch. Nehmen wir die mal. Es war wieder nachts. Aber wir kommen wenigstens am Tage dann an. Das sind alles Bilder hier vom Eurotruck Simulator. Quasi. Naja, World of Trucks. Zack. Lenkrad gerade machen. Wir gucken uns mal die Fracht an. Naja, wie halt eine Walze aussieht, ne? Supi. Okay, dann gucken wir uns die Strecke nochmal an. Durch die Stadt, auf dem Free Highway, bla bla bla. Bla bla bla, da lang. Und da irgendwie am verwirrenden Autobahndreieck abliefern. No? Das machen wir dann nächsten Mal. Bis dann.